müssen wir nicht runterfahren. Von der Autobahn runter, durch Ulm durch, bitte auf die Autobahn drauf. Na, das können wir natürlich nicht zulassen. Wir fahren übers Kreuz und dann rechts Richtung Stuttgart, Richtung. Und dann die nächste Ausfahrt wieder raus. Oder die übernächste. Das ist, glaube ich, die zweite oder die dritte Ausfahrt, wo wir raus müssen. Alter, wissen wir ja schon. Da will ja die W10 raus. Low-Budget-Film,
Low-Budget-Filme, Horrorfilme, die wirklich gut sind. Aber der gehört nicht dazu. Das ist minderwertige Qualität. Wie ist der Dario Argento? Hieß der, glaube ich. Dario Argento. Der hat früher auch Horrorfilme gemacht. Gute Horrorfilme. Wenn es nicht Horror war, dann war es ekelhaft. Maden zum Beispiel. Wenn jemand eine Made auf dem Körper hat, dann ist das super. Also so eine Schale voll mit Maden, das ist schon ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Dazu sagen, langweilig, absolut langweilig. Selbst wenn er hinguckt, du wirst so eine Minute lang aufs Knöpfle drücken. Du wirst, das ist ein alter Faschist, den kann man ruhig ein bisschen mit dem Strom quälen. So ein kleines Betrachten, das geht schon, das ist komisch, das geht, das kann man machen. Das ist nur ein alter Faschist, der hat kein Recht, der hat keinerlei Rechte. Den kann man ruhig mit Strom quälen. Oder so ein Pfaffen. Dass ich an kleine Kinder vergreife. Den kann man ruhig mit Strom ärgern. Das macht nichts.
Fahrer genommen. Hat am Pillemann zwei Leitungen festgemacht, Porno eingelegt. Und jedes Mal, wenn das Ding kriegt einen elektrischen Schlag. Das tut gut, das ist in Ordnung, das kann man machen. Wie dem das Ding abgefault ist. War kein Problem damit. Wie war es mit dem Ring? Schönen Ring, innen mit Nadel. Prinzip verstanden, drüber gestülpt und dann tut unheimlich weh. Rasierklingen scharf. Wenn er sich den Porno anguckt, der muss was, er muss an was anderes denken. Schafft er nicht lang. Wenn er zu viel drüber nachdenkt,